Hallo, herzlich willkommen auf Marius Channel. Heute zeige ich euch mal, wie man die kleinen Hashtags über eure Überschrift einträgt. Dazu müsst ihr auf eurem Kanal eingeloggt sein und dann geht ihr mal auf euren YouTube-Studio. So, das dauert ein bisschen bei mir. So, und dann seht ihr hier auf der linken Seite Videos. Geht ihr hier als zweites auf Videos. So, ich suche mir da jetzt mal was aus. Hier nehme ich mal den Fleischkäse. Dann drücke ich da mal an zur Bearbeitung. Und da könnt ihr dann hier schon sehen, als erstes ist ja eure Überschrift. Und so sieht es dann auch aus bei YouTube. Dann hier stehen hier diese kleinen Hashtags oben drüber. Und deswegen müsst ihr aufpassen, dass ihr das hier nicht einträgt. Also ihr müsst dann in das zweite Feld gehen bei Beschreibung. Und da müsst ihr das eintragen. Ich habe jetzt hier das Hashtag-Zeichen gemacht und dann habe ich hier eingetragen Michael Grabowski, weil ich auch haben möchte, dass ich dann bei Michael auf die Seite, dass Leute bei Michael auf die Seite kommen. Der macht auch Wurst wie ich. Dann habe ich hier noch eingetragen Marius Channel. Das ist dann meine Seite. Und dann habe ich noch eingetragen Ober Jochem. Der macht auch welche Wurst. Also so kann man dann noch weiter verlinken oder Reklame machen für andere Leute. In der Hoffnung, dass du noch ein paar Leute kriegst, klar. Ich habe jetzt hier Marius Channel noch eingetragen. Das zeige ich euch nochmal, warum ich das gemacht habe. Ich habe es auch zusammengeschrieben, weil wenn ihr guckt, Marius Channel, das wird normal. Also ich habe es so eingetragen, dass dann Marius und dann mit Backslash Channel heißt. Und dann wäre es ja ein Wort mehr. Also YouTube lässt nur drei Worte zu. Und deswegen habe ich das zusammengeschrieben. Also YouTube lässt ja nur drei Hashtags zu. Und man kann auch dann Marius Channel, wird nochmal mit einem Backslash geschrieben, also auseinander. Das habe ich zusammengeschrieben, das funktioniert auch. Und warum ich hier Marius Channel eingegeben habe, oder Michael Grabowski oder Ober Jochem, das werde ich euch dann jetzt noch zeigen. So, ihr geht jetzt wieder hier rechts oben auf Speichern. Bei mir ist es schon gespeichert, das zeigt dann so blau an. Dann ich gehe links, linke Seite auf mein Video, um das zu kontrollieren. Das machen wir jetzt mal. Wie ihr dann sehen könnt, oben über eurer Überschrift steht dann hier Michael Grabowski, Marius Channel und Ober Jochem. Ja, wenn ich das jetzt mal andrücke, Marius Channel, hier, dann kommt als erstes schon von meinem Kanal das Ciabatta. Und das ist jetzt hier, das hat jetzt hier weitergeleitet auf eine Playlist von mir, also so kann man auch weiterleiten auf Playlists. Wenn ich da mal ein bisschen runter scrolle, bekommt ihr auch Videos wieder von mir. Also sind da noch einige Videos dabei von mir. Das muss man ein bisschen ausprobieren, wie man das Beste macht. Ich habe es jetzt selbst so nicht probiert. Ich gehe jetzt mal auf Opa Jochem. Jochem, der macht auch welche Wurst. Und wie ihr seht, ich komme jetzt direkt hier auf Ober Jochem Videos. Er hat einige Videos hier. Dann auch hier der liebe Selfmaker ist auch dabei. Den gucke ich auch gern. Und ja, wie gesagt, sind sie alle dabei. Und ich gehe jetzt nochmal zurück. Dann probieren wir das mal mit Michael Grabowski. Und hier wird auch gleich weitergeleitet auf seine Hauptseite. Ja, hier macht er auch Leberwurst und Kaisersülze und so weiter. Er macht gute Sachen. Und hier ist zum Beispiel auch was von mir wieder dabei. Also, wie gesagt, er müsste es halt dann ein bisschen ausprobieren, wie es am besten funktioniert. Okay, dann ich hoffe, ihr könnt was mit anfangen. Und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten kleinen Video. Ciao, ciao.